So, meine lieben Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Quest of Gold. Mittlerweile im 4. Level, und zwar das Portal of the Great Spirit. Yay, ich habe das gerade schon mal 5 Minuten gespielt und habe dann festgestellt, yo, das hat nicht aufgenommen. Meine Aufnahmeanzeige ist nicht rot, was für Aufnahme steht, sondern grün, was für Nichtaufnehmen steht. Und jetzt ist es rot und das heißt, ich nehme auf und rot ist tot und deswegen sind wir gerade gestorben. Eben in der Aufnahme bin ich hier einfach drüber gelaufen, ohne zu wissen, dass da Spieße sind. Hab's überlebt. Mehr Glück als Verstand gehabt. Und jetzt weiß ich, dass da Spieße sind und sterbe da dran. Das ist doch Ironie, Leute. Das ist wirklich Ironie. Lara, was du da machst, ist gerade auch nicht in Ordnung. Runter mit dir, los. Ich habe keine Zeit für sowas. Und jetzt nimmst du hier mal schön die Hangelstrecke bzw. den Griff von der Seilbahn und los geht's. Mist, Mist, Mist. Verbrennen wir und sterben. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ja, ich habe gespeichert, alles gut. Aber irgendwie will Irgendwie will sich gerade Lara nicht hinknien. Das wollte ich sagen. Gut, dann nimm mal die Seilbahn, Lara. Und wir sollten das vielleicht speichern. Falls das passiert. Jetzt hat's geklappt. Und dann hangeln wir hier rüber. Da finden wir jetzt gleich ein paar kleine Fackeln. Und können ein kleines Gitter einschießen. Und dann kommen wir schon zu der Stelle, wo ich gemerkt habe, hey, ich nehme gar nicht auf. Schön, dass ich rede. Schön, dass ich mit meiner Wand rede. Naja, was soll's. Kann ich jetzt hier auch ein bisschen Leben sparen? Weil hier habe ich das letzte Mal das halbe Leben verloren. Weil hier nämlich Spieße sind. Und diesmal haben wir es besser gemacht. Das große Medipack, was hier ist, ist nicht umsonst da. Das werdet ihr gleich sehen. Und das Ding müssen wir einschießen, damit sich was öffnet. Gut, hier können wir jetzt so ein bisschen langhangeln und müssen aufpassen, dass uns die Spieße nicht töten. Das ist jetzt hier entscheidend. Und ich weiß nicht, ob man das von der Höhe machen. Ne, das war zu hoch. Also eine Sprosse runter. Speichern. Nochmal. Immer noch zu hoch. Noch eins runter. Und zack. Und schnell hoch. Weil da verliert man auch einen Haufen Leben. Und deswegen lag auch da dieses große Medipack in der Truhe. Weil man kriegt ja nichts geschenkt. Man kriegt nur das, was man eigentlich auch braucht. Man kriegt bei Tomb Raider selten was geschenkt, Leute. Große Medipacks, die an irgendwelchen Stellen offensichtlich rumliegen, sind meistens nicht zum Spaß da. Sondern bitterer Ernst, weil man irgendwo sicher Leben verliert. Wie eben gerade. Und jetzt bekommen wir nochmal Munition. Für die Leute, die wahrscheinlich keine Munition mehr haben und dieses Ding da einschießen müssen. Und jetzt kommt eine Stelle, wo ich eben gerade meine Aufnahme beendet habe. Und zwar hier. Und zwar habe ich einen riesen Fehler gemacht, auf den ich euch jetzt hinweisen möchte. Und zwar habe ich so gespeichert. Was passiert? Wir sterben. Egal wie oft ich lade, was ich tue, wir sterben. Und dann habe ich gedacht, toll, ich muss den Speicherstand von oben nochmal neu spielen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, die Aufnahmeanzeige ist grün und nicht rot. Naja. Jetzt ist aber die Aufnahme rot. Das heißt, ich nehme auf und diesmal habe ich nicht falsch gespeichert, sondern wir machen es diesmal richtig. Also passt bei dieser Stelle einfach auf, dass ihr richtig speichert. Sonst kommt ihr hier auf keinen grünen Zweig mehr. Wenn ihr nicht richtig speichert, kommt ihr nicht auf diesen grünen Zweig, den ihr da seht. Merkt euch das. Ganz wichtig.
Und auch nicht auf den goldenen Zweig. Ich merke, dass ich schon wieder Scheiße labere. So, gucken wir uns mal an, was das hier ist. Ich glaube, das ist eine Tür. Und hier ist ein Schalter, wo das Feuer aus der Nase kommt. Das ist ja auch witzig. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, schnell sein. Sehr schnell sein. Geht das überhaupt? Ich glaube, wir müssen da jetzt wirklich erstmal so in die Ecke. Dann den Schalter drücken, wieder in die Ecke und dann zurück. So. So. Das könnte gehen. Und jetzt rüber. Das war zu weit. Aber es könnte funktionieren. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Jawohl. Gut, was haben wir geöffnet mit diesem Schalter? Das leider nicht. Aber wir haben irgendwas anderes geöffnet. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie rüberspringen. Beziehungsweise am besten rüberlaufen. Kann gehen, aber wir haben uns in der Wand aufgehängt. Und so natürlich auch nicht. Man muss natürlich auch den richtigen Moment abpassen. Shit. Auch das war nix. Und einfach machen, einfach machen. Und in der Lava sterben. Beziehungsweise im Gold sterben. Nein, wir haben schon wieder an der Wand aufgehängt. Aber so ungefähr kann es gehen. Da muss er nämlich jetzt einfach drüber laufen. So, perfekt. Das hätten wir. Und jetzt haben wir das geöffnet. Aber da drüben ist diese eine Tür noch gewesen. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Also kein Stress, keine Panik auf der Titanic. Wird schon wieder. Ich glaube, da oben war der Kriechschacht, genau, wo wir vorhin reingeklettert sind. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder eine Ebene weiter unten. Und das hier ist das Medipack, was wir gesehen haben. Oder habe ich das mit euch gesehen, wo ich nicht aufgenommen habe? Das kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich schon mal gesehen. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Gut, und was zur Hölle ist das? Das ist ein Tomb Raider Chronik. Gegner. Von den drei Märkten. Ich kann es ja nicht glauben. Netter Ernst vom Levelbauer. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, aber das wusste ich nicht mehr. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Das sind die Gegner aus Tomb Raider Chronik Trajans Märkte. Diese drei Gegner, die vor dem Tor stehen und Feuer speien. Das ist ja witzig. Nicht schlecht. Wir haben eine Fackel gefunden. Hier geht's hoch und runter. Hoch sieht irgendwie vielversprechend schon mal aus und runter sieht nicht vielversprechend aus. Nicht, gar nicht vielversprechend. Das sieht eher tödlich aus. Aber was machen wir mit dieser Fackel? Was machen wir mit der Fackel? Lassen wir erstmal da liegen. Und gehen erstmal hier hoch. So, ich glaube, wir können ja hier um die Ecke hangeln. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe gerade Hunger auf was Süßes, Leute. Deswegen werde ich jetzt ein paar Milka-Herzchen essen. Ich liebe Milka-Schokolade. Ich liebe generell Schokolade. Aber ich bin
eher so der salzigere Typ, also ich greife eher zu Chips und Salzstangen und so, als zu Schokolade. Das ist die Tür, wo ich mich gefragt habe, wann die sich denn öffnet. Jetzt haben wir die Frage beantwortet. Sie ist offen. Aber bevor wir durch die offene Tür gehen, mache ich meine Milka-Herzchen auf. Da habe ich nämlich jetzt echt Hunger drauf. Ich habe so einen Heißhunger, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch absolut nicht vorstellen, was ich für einen verdammten Heißhunger gerade habe. Aber so richtig. Lecker. Mit Nuss-Nougat-Füllung. Geil. Lecker. Ich glaube, wir sollten die Fackel mitnehmen. Oh Gott, ich erinnere mich, das war sehr schwer, mit der Fackel da hochzukommen. Aber damals gab es diesen Podest hier nicht. Ich muss euch jetzt mal was erzählen. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so probiert, hier mit der Fackel hochzukommen. Und das ging auch. Aber das war saumäßig schwer. Da war hier so ein bisschen Bodenbuckel. Und da kam man mit hoch. Und jetzt habe ich aber nicht die einzelnen Teile von diesem Spiel, sondern die Gold-Edition mir runtergeladen. Und jetzt haben die hier so einen Block hingemacht, dass man mit der Fackel darüber springen kann. Das macht es natürlich viel einfacher. Und diesen Gegner da, diesen Schlangengegner aus Tomb Raider Chronik, den habe ich auch nicht gekannt. Der ist vielleicht auch neu in dieser Edition. Weil erst hat der Levelbauer nämlich diese vier Levelabschnitte. Es gibt ja vier Teile. Also wenn ihr das seht, ich gehe gerade mal ins Menü. Ach, hier sieht man es nicht. Aber wenn man das Spiel lädt, also neu startet, dann kommen hier so vier goldene Artefakte. Und diese vier goldenen Artefakte, die sucht man ja an diesem Spiel. Und das sind halt vier verschiedene große Levelkomplexe. Und das waren früher einzelne Spiele. Vier verschiedene Spiele, die ich einzeln gespielt habe. Und die wurden zu dieser Tomb Raider Quest of Gold Version zusammengeführt, also vereint. Und dann sind deswegen vielleicht ein paar Neuerungen dabei, die ich so noch nicht kenne. Und das haben wir überlebt. Gerade so. Ich hoffe, dass wir hier überhaupt wieder lebend dran vorbeikommen. Ja, kommen wir, alles gut. Und die Fackel sollten wir mal mitnehmen. Oh shit, das war gerade wieder knapp. Fast wären wir wieder gestorben. Aber nur fast. Also alles gut. Jo. Was zur Hölle? Spieße an einer Leiter, das ist gemein. Aua! Ich glaube, wir sollten das Ganze mal laden. Jetzt sind wir wieder hier. Aber da passiert gar nichts, weil das unsynchron ist. Oder asynchron heißt das, glaube ich, ne? Jo, und jetzt müssen wir halt gucken, wo wir Feuer finden, um unsere Fackel anzuzünden. Ich habe schon eine Befürchtung, wie es am besten gehen könnte. Das ist natürlich schwer. Wahrscheinlich müssen wir mit der Fackel hier drüben uns Feuer holen. Was natürlich, glaube ich, nicht leicht sein könnte. Aber wir probieren es einfach mal. Also wir müssen uns dazu auf jeden Fall wieder in diese Ecke stellen, dass wir nicht anbrennen. Und probieren, die Fackel daran anzuzünden. Ob das geht, ist natürlich die nächste Frage. Nee, das geht nicht. Das heißt, wir müssen die Fackel irgendwie anders anzünden. Aber wie? Ich werf die gerade noch mal weg, weil ich glaube, dass man vielleicht sogar von hier. Nein, kann man nicht. Das reicht nicht. Irgendwo müsste es ein Feuer geben.
Da kommen wir nicht hoch, das sieht man selber. Und jetzt sind wir gerade schon wieder gestorben, weil wir neben Spießen standen. Ja, wo kriegen wir Feuer her? Das ist jetzt die Frage. Oder haben wir Feuer da drüben übersehen? Ich mach das jetzt gerade mal so. Okay, das war jetzt gerade mal so gedacht, aber... laden wir mal den Spielstand hier. Ob wir das Feuer vielleicht von hier irgendwo hätten mitnehmen müssen. Aber hier ist doch gar kein Feuer. Hier ist kein Feuer. Definitiv nicht. Aber, achso, hier lagen die Fackeln, genau. Das heißt, wir müssten eigentlich hier irgendwie mit unserem Feuer weiterkommen. Aber so ging es nicht mit der Fackel da drüben. Ich höre irgendwo ein Feuer knistern, aber ich weiß nicht wo. Das scheint mir irgendwie hier dahinter zu sein. Aber das ist ja kein Block. Und das kann man auch nicht einschießen. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Was ein Scheiß. Mir gerade echt überfragt. Höchstens man kann hier vielleicht hochklettern. Aber auch das geht nicht. Das heißt, wir setzen uns mit dieser Problematik in der nächsten Folge auseinander. Bis dann, ohne zu sterben. Bis dann, macht's gut, ciao.